Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. So ganz auf die Schnelle noch was hinrotzen. Und ja, ich weiß, ich könnte natürlich auch ein Video von den Prank Bros hochladen oder von Montana Black, dann hätte ich auf jeden Fall mehr Aufrufe. Grüße gehen raus an BisaFanTV. Aber ich möchte meiner Linie natürlich treu bleiben und hoffe, der Dude wird irgendwann wieder zur Besinnung kommen. Spaß beiseite, Grüße gehen raus natürlich und wir haben heute eine richtig wichtige Meldung für euch natürlich, weil heute ist ja die Mewtwo Raid Stunde, deswegen muss ich mich beeilen, dass ich das Video vor der Mewtwo Raid Stunde noch hochballer, denn ihr könnt heute Mewtwo Shiny mit Spukball bekommen. Normalerweise gibt es das ja nur in den X-Raids, Mewtwo mit Spukball. In der Raid-Stunde hat es ja eigentlich die Psycho-Stoß-Attacke durch einen kleinen Bug. Wieder mal ist es aber möglich, Mewtwo mit Spukball zu bekommen. Das auf jeden Fall. Shiny müsst ihr natürlich Glück haben. Obwohl, da kann es natürlich wieder sein, dass nach Beendigung das Shiny weggeht. Das aber dann zu sehen, auf jeden Fall, wie kommen wir an die Spukballattacke? Da wurde heute ein kleiner Artikel veröffentlicht hier von Go Games. Eilmeldung: In Australien und Neuseeland ist die legendäre Raid-Stunde mit Mewtwo bereits beendet. Dort haben Mewtwo, die nach 20 Uhr gefangen wurden, die Attacke Spukball statt Psychostoß. Ja, das ist richtig. Nach 20 Uhr, nicht nach 19 Uhr. Wenn ihr also den letzten Raid habt, dass ihr also wartet und es erst nach 19 Uhr fangt, das geht nicht. Wirklich nach 20 Uhr müsst ihr das fangen, beziehungsweise da glaube ich erst sogar in die Lobby reingehen. Wie das geht, ist aber ganz einfach. Es ist nicht sicher, ob Niantic diesen Fehler behoben hat, bis die legendäre Raid-Stunde bei uns stattfindet. Wir hoffen es mal nicht. Um jedoch ein Mewtwo mit Spukball zu fangen, müsst ihr auf einen Raid hoffen, der nach der legendären Raid-Stunde schlüpft. Dies kommt vor, wenn während der legendären Raid-Stunde bereits ein anderer Raid auf einer Arena ist. Das hat Schilling natürlich in seinen Videos immer so schön gesagt. Ihr sollt euch eine Route überlegen, eine Route planen. Und wenn ihr dann seht, okay, da ist eine Arena blockiert durch ein Ei, durch einen, sagen wir mal, da ist ein Zweier-Ei dran oder gerade ein Klick, sonst was, erscheint ja da kein Fünfer. Also sollt ihr eure Route umplanen, woanders lang. Aber genau diese Arenen sind jetzt wichtig. Wenn nämlich vor 19 Uhr der Raid dort noch zu Ende ist, schlüpft dann der Fünfer, der eigentlich um 18 bis 19 Uhr gekommen wäre, an diese Arena, beziehungsweise taucht dann auf. Dauert natürlich auch ein bisschen, bis der aufgeht. So wird er also, sagen wir mal, kurz vor 19 Uhr erscheint dann das Fünfer-Ei, das noch in der legendären Raid-Stunde ist. Geht um 7:30, sagen wir mal, auf. Da ist da trotzdem ja noch Mewtwo drin mit Psychostoß. Wenn ihr dann aber um 20 Uhr in die Lobby geht und gegen Ende diesen Raid macht, der eigentlich in die Raid-Stunde gehört, aber durch das vorhandene Ei, was vorher an der Arena war, eben erst nach Start der Raid-Stunde geschlüpft ist und erschienen ist, dann habt ihr ein Mewtwo mit Spukball, da die Attacke ja dann wieder geändert wird. Nach 20 Uhr sagen die, ja, Psychostoß ist jetzt weg. In den X-Raids hat es ja Spukball, dann wird die Attacke wieder zugewiesen. Wenn ihr dann eins dort rausnehmt, rausfischt, rausfangt, habt ihr ein Mewtwo mit Spukball, ganz ohne X-Raid, ganz ohne Triggern, ganz ohne Einladung. Viele haben ja gesagt, sie haben bisher noch keinen einzigen X-Raid in ihrem Leben gemacht. Andere Leute sagen, tja, was soll ich da? Ich habe doch eh jede Woche X-Ray, da brauche ich mir doch jetzt nicht den Arsch aufreißen. Aber für die Leute, die wirklich Probleme haben, X-Rays zu machen und damals Mewtwo mit Spukball verpasst haben, die gerne ein Mewtwo mit Spukball haben möchten, hätten so die Gelegenheit. Achtet wirklich mal drauf, bei der Raid-Stunde, wenn ihr unterwegs seid, wo ist ein anderer Raid gerade offen? Wann ist der Raid um? Kommt dann noch ein Fünfer hinterher vor 19 Uhr in der legendären Raid-Stunde mit Mewtwo, sodass aus diesem Fünfer nochmal ein Mewtwo schlüpft, was ihr dann um 8, also 20 Uhr, besiegen müsst und fangen müsst, damit ihr ein Mewtwo mit Spukball bekommt. Das klingt eigentlich auch richtig logisch. Wir hoffen nur, dass Niantic jetzt nicht den Fehler bemerkt und da was dran schraubt. Es war aber möglich, Spieler haben davon berichtet, der Artikel wurde auch verfasst. Go Games sagt ja immer nur die Wahrheit und deswegen glaubt mal, dass das so ist. Probiert es mal aus. Wir werden das heute auch sehen. Ich hoffe, die Leute haben dann noch Bock und machen dann noch ein Mewtwo Raid mit Spukball. Das wäre natürlich fett. Und so kann ich mir das natürlich jetzt auch gleich mal hier reinziehen. Wir haben nämlich heute auch eine Route geplant, damit ihr mal seht, wie das bei uns so abgeht zur legendären Raid-Stunde. Heute legendäre Raid-Stunde mit Mewtwo. Da habe ich immer alles schön fett geschrieben. 18 bis 19 Uhr. 100% stehen da, dass man das immer schön übersichtlich hat. Ganz wichtig, wir wollen das mit Tap and Go absolvieren.
Also gleich bei Start zum nächsten Laufen fahren, dann wieder in die nächste Lobby, gefangen wird nur Shiny oder 100er. Wer jetzt halt so ein 100er hat, der setzt halt die nächste Runde aus, fängt sein 100er gemütlich, ne? So steht ja auch alles dabei. Viel Glück natürlich. Wer kein 100er hat, kein Shiny, am besten fliehen an der nächsten Arena gleich wieder in die Lobby, dass wir auch richtig viel bekommen. Bei Giratina würde ich mir jetzt nicht den Aufwand machen. Mewtwo aber immer noch bestes Pokémon. Und da könnt ihr wirklich einige mitnehmen. Die sind einfach stark und nützlich. Denn keiner braucht 20 schlechte Mewtwo auf der Hand, die er dann eh nicht hochzieht. Arenen haben wir uns mal aufgeschrieben beim Friedhof oben, Trauerkapelle, Denkmal Charlotte, Mahnmal zu Ehren des sowjetischen Soldaten, SS, ne, die sowjetischen Soldaten, Schwimmbad, Alte Kirche, Stadtwappen. Teilnehmer waren bis dahin Kenny, Ramses, Benny, André, Annika, Flo, Bob. Jetzt war es aber so, man muss ja ein bisschen umdisponieren, dass den ganzen Tag das Wetter schon richtig mies war, es geregnet hat, es wirklich sehr unangenehm draußen aussieht. Also haben wir uns einfach ganz neu, Achtung, Regenroute, die Regenroute überlegt. Die weicht jetzt ein bisschen ab. Der Rest ist natürlich klar, legendäre Raid-Stunde, die ganzen Infos dazu, hin und her. Aber plötzlich haben sich die Arenen geändert, die wir nämlich schön anfahren können. Ja, das heißt Pokémon Go, nicht Pokémon Drive. Aber mal ehrlich, wer ist nicht schon mal im Auto zu einer Arena gefahren? Und wer läuft denn wirklich alles heutzutage? Macht ja kaum noch jemand. Vor allem, wenn das Wetter nicht passt. Denn plötzlich sind die Arenen nämlich Sonnenuhr, Dino, Stolpersteine, Löwen, Theater, Old City Tower, Stadtwappen, Alte Kirche, Schwimmbad. Schwimmbad, die X-Ray Arena, die gerade offen ist. Brücke wäre dazwischen noch gekommen, zwischen Löwen und Theater. Da ist aber eine X-Ray Einladung raus, deswegen wird da kein Raid erscheinen. Die ganze Woche nicht. Wird also ausgelassen. Vielleicht ist ja auf der Route irgendwo schon vorher ein Raid auf. Den merken wir uns. Da gehen wir dann hin. Da schauen wir, ob es dann Mewtwo mit Spukball gibt. Das wäre natürlich richtig genial. Und diesmal die Teilnehmer, der Fahrlaub ist noch dabei. Julius ist noch dabei. Also da kann eigentlich nichts schief gehen. Ich hoffe, die haben alle genug Pässe und ziehen durch. Wenn nicht, sehen wir ja dann morgen, was dabei rauskommt, denn eigentlich wollte ich das Video heute Abend filmen, dann bearbeiten, aber das wäre bestimmt zu spät gekommen, bis das alles online kommt. Deswegen jetzt hier dieses Infovideo für die legendäre Raid-Stunde heute. Mewtwo mit Spukball aus der legendären Raid-Stunde. Und morgen seht ihr dann, wie die Raid-Stunde tatsächlich bei uns abgelaufen ist. Ich werde die Kamera wieder dabei haben, die Raids abfilmen natürlich. Vielleicht werde ich diesmal auf die Bildschirmaufnahme verzichten, da es wirklich Schlag auf Schlag gehen muss. Einfach nur mit der Kamera kurz, wenn jemand ein Shiny hat, mit reinnehmen, wenn jemand ein Gutes hat, mit reinnehmen, dass ihr einfach ein Feeling habt vor Ort, wie das so aussieht. Nämlich langweilig. Wir sitzen eh nur im Auto. Hey! Das war's aber von meiner Seite aus. Habt ihr Bock auf die Mewtwo Raid-Stunde? Werdet ihr einen Mewtwo nach 20 Uhr suchen? Wie viele Raids werdet ihr machen? Reicht euch eins? Werdet ihr die Stunde voll nutzen? Probiert ihr auch den Trick aus? Wir sehen uns dann morgen bei dem Ergebnis der Raid-Stunde. Das war's von meiner Seite aus. Ja, bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.